Heute werfen wir wieder einen Blick auf das neueste Set-Entwicklungen in Paldea und was ihr bei eurem Bulk-Durchsuchen beachten solltet. Welche Karten sind mehr wert, als man denkt? Wir gehen rein. Let's go! Und auch in Entwicklungen in Paldea gibt es natürlich ein paar verborgene Schätze, die in eurem Bulk lauern könnten. Gerade wenn man viel öffnet, ist es natürlich auch immer wieder wichtig und, glaube ich, möchte auch jeder von uns das Maximum aus seinen Bulk-Karten mit rauszuholen. Und deswegen schauen wir uns heute 5 Karten an, die mehr wert sind, als man im ersten Moment denken könnte. Und wir gehen rein. Erste Karte ist die Reversal Energy. Wir sehen hier, ja, die macht jetzt keine verrückten Dinge, aber trotzdem für eine Ankommen-Trainerkarte sind wir hier bei 20 Cent. Im Deutschen, im Englischen ist die sogar ein bisschen teurer, da fängt die erste bei 40 Cent an, ja, und geht so weiter. Also natürlich kein übermäßiger Profit bei dieser Karte, aber trotzdem mehr als die, ja, ich glaube mittlerweile sind es ja maximal 5 Cent, die man irgendwo noch bekommen kann, wenn man das Ganze wirklich komprimiert und in Menge einschickt. Deswegen könnt ihr hier zumindest ein gewisses Extra machen und deswegen hier Reversal Energy 20 Cent. Durchaus solide. Dann geht es natürlich weiter mit der Chase-Karte aus dem Set überhaupt, mit Enigmara. Hier die normale Uncommon-Version ist auch schon ja, etwas mehr wert. Wir sehen hier zwischen 30 und 50 Cent bewegen sich hier die meisten Karten. Und es wird eine Karte sein, die man sehr, sehr häufig aus den Boostern zieht. Allein wenn man ein Display aufmacht, wird man mit Sicherheit 3, 4, 5 Kopien von der Karte haben. Und am Ende des Tages summiert sich das natürlich dann auch auf. Also Enigmara hier auf jeden Fall eine Karte, die ihr extra sortieren solltet. Liegt natürlich auch daran, dass das Enigmara sehr, sehr spielstark ist. Und natürlich versuchen alle vorrangig die Full Art oder sogar die Special Art Rare Version dieser Karte zu bekommen. Aber trotz alledem, für die, die trotzdem, sage ich jetzt mal, sich ein Deck mit möglichst wenig Kosten zusammenbauen möchten, ist die Uncommon-Karte natürlich die Alternative und deshalb auch ja, ein paar Cent mehr wert als vielleicht die ein oder andere Trainerkarte. Was die Common- und Uncommon-Karten angeht, war es das jetzt eigentlich schon für das Set? Gibt tatsächlich nicht so viel, was direkt in Entwicklungen in Paldea irgendwie betroffen ist und am Steigen ist. Mal schauen, wie sich das Format entwickelt, gibt ja jetzt bald auch wieder die Weltmeisterschaft und da werden mit Sicherheit auch wieder einige Karten gespielt und somit einige Karten auch wieder in den Fokus rücken und dementsprechend im Preis steigen. Werfen wir aber noch einen Blick auf die EX-Karten und fangen an mit Tinglu, also mit unserem Tinglu EX. Sehen wir hier, geht für 1,30 Euro bis 1,50 Euro, also hier auch nur ein kleines Upgrade, weil wir sehen natürlich, die Karte war hier auch schon mal höher verkauft mit knapp 5 Euro. Von daher denke ich auch hier, ja, minimal mehr wert als wahrscheinlich die ein oder andere EX-Karte. Genauso schaut es bei unserem Elvis aus. Der hat aber nochmal ein bisschen mehr auf der Uhr. Hier geht es bei ja, 2 Euro los, egal ob Englisch oder auch Deutsch. Ja, und der Vogel, der kommt natürlich auch von ein bisschen höher. Wir sehen hier auch einige Verkäufe um die 10 Euro war natürlich, ja, Pre-Release. Deswegen darf man das auch immer nicht auf die Goldwaage legen. Aber 2 Euro ist auf jeden Fall schon mehr, als eine gewöhnliche EX normalerweise bringt. Ich denke auch hier, wenn man es als Bulk einschickt, ist man so, ja, rundum wahrscheinlich bei 1 Euro. Das heißt, hier könnt ihr schon das Doppelte aus der Karte rausholen, wenn ihr die separat zum Beispiel hier auf Cardmarket verkauft. Ja, und der größte Hidden Treasure, den wir hier wahrscheinlich in dem Set haben, ist das Qian Pao, also unser Bojian EX. Fängt an bei 7 Euro, also hier sehr, sehr strong unterwegs. Die Karte auf keinen Fall einfach so zu den anderen EX-Karten dazulegen, sondern tatsächlich separat listen. Die lohnt sich definitiv. Ist eine sehr, sehr spielstarke Karte. Und wer meinen Channel abonniert hat, der hat bestimmt auch das Video gesehen, in dem wir auch besprochen haben, welche Karten sich mit Entwicklungen in Paldea verändern. Und auch hier lag die Vermutung schon sehr, sehr nahe, dass Bojian EX eine sehr spielstarke Karte werden wird. Das heißt, falls ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, lasst gerne noch ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt.
Ja, und wie wir jetzt auch sehen, mit 7 Euro ist das definitiv der Fall. Und ich glaube auch nicht, dass die Karte sonderlich nach unten geht. Die wird jetzt erstmal eine Weile gespielt. Die Wasserdecks werden wieder kommen. Und von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Preis hier auf jeden Fall stabil bleibt. Vielleicht sogar nochmal ein Tick nach oben geht. Je nachdem, wie viel Angebot auf den Markt kommt. Soweit mal in aller Kürze ein Blick auf Entwicklungen in Paldea und welche Karten tatsächlich mehr wert sein können, als ihr denkt. Wenn euch das Format gefallen hat, lasst gerne wieder einen Daumen da. Für mich war es mal wieder ein inneres Blumenpflücken mit euch, mit den Ballkarten. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin raus und ciao.